So, dann herzlich willkommen zur 6. Vorlesung Fortgeschrittene Funktionale Programmierung in Haskell. Schön, dass ihr alle da seid und das gefunden habt. Heute befassen wir uns ein bisschen mit State- und Monotransformern. Was das ist, kommen wir später zu. Aber zuerst ein bisschen Wiederholung. Ich hatte letzte Woche angekündigt, wir machen nochmal die Parser-Wiederholung, weil die letzte Woche etwas zu kurz kam. oder gar nicht vorhanden war. Was war denn ein Parser? In der Vorlesung wurde uns diese Möglichkeit vorgestellt, das gibt es als schönes Bild. Wenn wir haben Type Parser A, ist das einfach nur ein String nach Liste von Tupeln A String. Oder mit einem schönen Vers, a parser for things is a function from strings to list of pairs of things and strings. Sehr einfach zu merken. Das kommt aus irgendeiner Vorlesung, aber... Ja. Wir benutzen halt Parser in Haskell, indem wir, wir benutzen nicht monolithische Parser oder große Dinger, sondern wir benutzen einen Parser-Kombinator klassischerweise in Haskell. Das heißt, wir schreiben uns ganz, ganz kleine Parser nur selber, also oder kriegen ganz, ganz kleine Parser vorgegeben, um irgendwie zum Beispiel Zeichen zu lesen, Bittenmuster zu lesen und so weiter und so weiter. Und bauen aus diesen dann sukzessive größere Parser auf. Also wenn ich ein Zeichen lesen kann, dann kann ich auch sagen, ich erwarte irgendwie diese 5 Zeichen und alle anderen ist ein Fehlerzustand. Damit kann ich dann sagen, ich kann eine Zahl parsen. Wenn ich eine Zahl parsen kann, kann ich sagen, parse mir so viele Zahlen hintereinander, bis eine Nichtzahl kommt. Dann habe ich irgendwie einen Integer geparst und so weiter und so weiter. So kann ich die sukzessive immer ineinander stecken und immer größere Sachen aufbauen. Das haben wir in dem Tutorium auch schon durchgespielt. Ihr habt doch alle sicherlich den Parser fertig gemacht. Vor 2 Wochen. auf jeden Fall für dieses Kombinieren von den Parsern helfen uns die Eigenschaften von Applicative und Monad, die wir haben. Und zwar die Monadeninstanz erlaubt es uns, einen Parser auszuführen in der monadischen Notation, beziehungsweise mehrere Parser hintereinander auszuführen. Gegeben, die laufen alle durch und wir brauchen uns nicht um Fehlerbehandlung kümmern und so weiter, wir kümmern uns nur noch um die Erfolgsfälle und wenn ein Fehler auftritt, schlägt der gesamte Parser halt fehl und wir kriegen die Fehlermeldung von der jeweiligen Stelle, wo er fehlgeschlagen ist, aber wir brauchen uns darum im Detail halt nicht mehr zu kümmern. Wir haben über Applicative haben wir die Erweiterung Alternative, die es uns erlaubt, mehrere Parser hintereinander zu probieren, bis einer keinen Fehler schmeißt. Um so mehrere Fälle abzufangen, irgendwie probiere erst das, dann das, dann das. Und wenn nichts davon schief geht, ja, dann haben wir Pech und machen irgendwas anderes. Außerdem haben wir über Applicative weitere Kombinatoren wie Many oder Sum, die automatisch Wiederholung von etwas abdecken. Es gibt auch noch Count und ein paar andere, die einfach sagen, wende diesen Parser ganz häufig an und gib mir einmal eine Liste von den Ergebnissen und mit der mache ich dann irgendwie selber weiter was. Was ich eben zum Beispiel hatte, so ein Decimal-Parser ist halt nur... Many von einem Digit-Parser. Das heißt, eine große Zahl besteht aus vielen kleinen Zahlen. Also, wenn ich eine große Zahl haben will, sage ich einfach nur Many kleine Zahlen oder Sum kleine Zahlen, wenn ich halt mindestens eine haben will. Man gibt halt bei so einem Parser einfach nur die Ergebnisse an, die akzeptabel sind und die Monadeninstanz kümmert sich halt um alle weiteren Fehlerbehandlungen und hält das Ganze im Hintergrund. Und wir brauchen es einfach nicht zu programmieren, weil das ist einfach nur stupides Durchreichen von Fehlerzuständen. Kommen wir zu einer kurzen Wiederholung und einer Verständnisfrage. Ich habe hier einfach mal einen beispielhaften Parser aufgeschrieben. Ich habe ihn schön Unknown genannt, der das in einem Unknown-Typ zurückliefert. Aber was könnte das gesamte Ding hier sein? Was versucht er zu parsen? Wenn ihr irgendwelche Funktionen nicht kennt oder so, oder die euch noch nicht bekannt sind, einfach fragen. Ansonsten Vorschläge, was der tut. Ja. Was macht denn Option? Das hat meine Parser. Ja. Option kriegt ein Argument und einen Parser dahinter. Und wenn der Parser dahinter fehlschlägt, kriegen wir das erste Argument und ansonsten kriegen wir halt das Ergebnis vom zweiten Argument. Also, Option ist im Prinzip einfach nur, wenn man hier am Ende einen oder Return Plus anhängen würde in der ersten Zeile, dann
hätte das denselben Effekt. Dass wenn die beide fehlschlagen, geben wir trotzdem was, geben wir trotzdem einen Erfolg zurück, also einen Standardwert, den wir ja dann haben möchten. Es kommt drauf an, kommt in der ersten Zahl ein Plus zurück. In Option geben wir als erstes Argument einen Wert zurück, den wir im Fehlerfall zurückgeben, und als zweites Argument einen Parser, den wir ausprobieren. Und entweder, wenn der Parser erfolgreich ist, kriegen wir das richtige Ergebnis, und wenn der Parser fehlschlägt, kriegen wir halt das, was wir vorher als Fehlerfall angegeben haben. Die Frage war, wenn wir ein Plus und ein Minus abfangen und ein Plus reinwerfen, dann wieso kriegen wir nicht immer einen Plus raus? Die Sache ist ja, das hier ist ja ein kompletter Parser. Und das, was wir reinkriegen, das wird ja überhaupt nicht aufgeschrieben. Das ist ja im Hintergrund in der Monade. Die macht das im Hintergrund. Das heißt, wir sehen hier ja den Input gar nicht, der reinkommt. Weil unknown, hier die Funktion unknown ist nachher ein Parser und dann mache ich irgendwie parse mir mit dem Parser unknown diesen String. Aber den String kenne ich ja gar nicht, wenn ich die Funktion schreibe. Das heißt, wir können theoretisch alles reinkriegen. Ah, ich glaube, ich muss da dann nochmal ein bisschen... fangen wir nochmal etwas vorher an. Was macht dieser kleiner Pipe-Größer-Operator in der ersten Zeile? Erstmal, dieser Operator ist halt aus Alternative und der versucht, erst das erste Ding anzuwenden und wenn das fehlschlägt, wendet er das zweite Ding an. Ja, das hatte ich hier einmal kurz wiederholt. Was ist nun der Parser, den wir hier rauskriegen aus dieser Option? Erstmal fragen wir erstmal, was ist hier char plus? Was ist damit gemeint? Ja? Genau, ein Parser, der nur dann erfolgreich ist, wenn er ein Plus eingelesen hat. Folglich ist char minus ein Parser, der nur erfolgreich ist, wenn er ein Minus eingelesen hat. Was ist dann das gesamte Ding in der Klammer? Ja? Genau, ein Parser, der entweder ein Plus oder ein Minus einliest. Und was heißt das jetzt mit dem gesamten Option? Genau, der Parser ist, wir haben hier einmal den Parser für ein Plus, einmal einen Parser für Minus. Und wenn wir weder ein Plus noch ein Minus finden, dann ist uns das egal. Wir geben dann trotzdem ein Plus zurück und haben halt keinen Input verbraucht. Das ist die erste Zeile. Die zweite Zeile, was macht die? Das liest ein Decimal ein, wie der Parser schon heißt. Also es liest einfach nur eine lange Kette von Zahlen ein. Was ist dann das dritte? Das C? Genau. Es liest einen Punkt mit einer anschließenden Dezimalzahl ein und wenn entweder der Punkt nicht vorhanden ist oder nach dem Punkt keine Dezimalzahl kommt, dann gibt es einen Null zurück. Und wenn man das alles komplett kombiniert, was könnte das für ein Datentyp sein? Genau, ein Double oder ein Float. Das ist, wir können Zahlen der Form plus minus irgendeine Zahl Punkt irgendeine andere Zahl lesen. Und damit haben wir quasi aus einem Parser für nur Integer und ein bisschen Magie einen Parser gemacht, der Float-Zahlen lesen kann. Und dann müssten wir das hier unten mit diesem unknown Type, da müssten wir einfach nur noch sagen, ja, das ist die und die und müssten das in eine vernünftige Float-Zahl casten. Oder beziehungsweise nicht casten, sondern vernünftig umwandeln. Ist das Beispiel jetzt klar geworden? Das war eigentlich so das Hauptziel, dass ich mir aus diesen ganz kleinen Stückchen, wie Char und wie Decimal, das sind eigentlich die beiden Basisparser hier, über Kombinatoren und viele andere Sachen einen komplexeren Parser, Flowzahl ist jetzt nicht komplex, aber ist schon komplexer als einfach nur ein Int zu lesen, einen komplexeren Parser aufbauen kann. Und den kann ich dann natürlich weitergehend benutzen, um zum Beispiel, wenn ich einen dreidimensionalen Vektor lesen möchte, lese ich einfach drei Floats hintereinander mit einem Leerzeichen dazwischen. Das kann ich dann wieder genauso untereinander aufschreiben und dann kriege ich die Sachen alle wieder zurück. Und so weiter und so weiter. Wir hatten jetzt aber, wir hatten letztes Mal die Definition mit einem Parser, dass am Ende eine Liste von, ich gehe nochmal zurück, dass eine Liste vom Typen A und String zurückgibt, was alle möglichen erfolgreichen Parser zurückgibt. Was wir allerdings auch machen können, ist,
wir können den Parser halt definieren, dass wir einen String reinkriegen und nur ein Ergebnis zurückkriegen oder einen Fehler. Das ist eine andere Definition. Da verlieren wir natürlich alle Möglichkeiten, die wir, also wenn wir halt alle Möglichkeiten zurückkriegen können, die verlieren wir halt. Aber das ist halt kein Problem, da wir über Alternative einfach alle Möglichkeiten, die uns interessieren, hintereinander hängen können und dann wieder einen erhalten, der alle Möglichkeiten, die wir haben wollen, erhält. Das heißt, das ist jetzt etwas einfacher, weil wir uns hier immer nur um ein Ergebnis kümmern müssen, aber wir verlieren halt diese Möglichkeit, dass wir uns einfach schnell alle möglichen Listen angucken können, die irgendwie aus dem Text was parsen können. Ob was überbleibt oder nicht. Wenn wir uns aber jetzt diesen Datentyp angucken, haben wir hier Data Parser A ist Parser mit einer Funktion da drin. Also haben wir nachher irgendwie Funktionen der Form irgendwie A nach B nach Parser C. Wir schmeißen irgendwas rein und kriegen einen Parser C raus. Oder wir kriegen auch nur einen Parser C raus oder was auch immer. Man kann jetzt aber auch einfach die Definition einsetzen, weil das Parser-Ding hier kann ich ja im Prinzip einfach nur durch den Inhalt ersetzen, weil es hat nur genau einen Konstruktor und dann kann ich es theoretisch immer ersetzen. Und dann würde die Definition eben so aussehen. Das heißt, wir haben ja A nach B nach String nach either C, nach either String C String in diesem Beispiel. Und wir können natürlich auch die Klammern weglassen, weil das ist das steht am Ende, ist das letzte Ding. Und durch Weglassen der Klammern erhalten wir, also wird diese Funktion A nach B nach Parser C intern quasi umgewandelt in eine Funktion A nach B nach String, nach either String C String. Und was der Parser hier eigentlich nur macht, ist, dieses Parser C fügt uns in diese Funktion einfach nur einen weiteren Parameter an letzter Stelle ein, indem wir einfach die Funktion in den Parser geschrieben haben. Und der Rückgabewert ist halt nicht nur das C, wie es hier in der ersten Zeile steht, sondern der Rückgabewert wird auch erweitert durch entweder einen Fehlerzustand oder C mit dem Reststring. Und die Idee halt, wenn man den Parser als Monade schreibt, ist, dass das hier alles im Hintergrund läuft und das Einzige, womit man in der Do-Notation darauf zugreifen kann, ist das C und der Rest läuft im Hintergrund. Aber wenn man die Typen einfach mal einsetzt, kommt genau das hier raus. Werden wir noch später sehen, wieso diese Intuition durchaus sinnvoll ist. Und insgesamt kann man dann halt sagen, dass ein Parser nur eine Monade ist, die im Hintergrund die Information des Gesamtstrings hat, den ich reinkriege. Und jeden Parser, den ich anwende, nimmt vorne ein bisschen was an dem String weg und reicht den Rest einfach weiter durch. Ohne, dass wir das irgendwie groß sehen in der Do-Notation, ohne, dass irgendwas für uns sichtbar ist und ohne vor allen Dingen, dass wir diesen String kaputt machen können, weil wir ihn irgendwie falsch anwenden oder weil wir vergessen, einen aktualisierten String weiterzugeben und geben aus Versehen einen alten weiter und unser ganzes Programm bricht kaputt und so. Das ist viel, viel weniger fehleranfällig. Frage ist, können wir halt dieses Informationen im Hintergrund halten nicht für alle Typen machen, weil bei Parser halten wir einen String im Hintergrund. Können wir das nicht für alle machen? Stellt sich raus, natürlich können wir das für alle machen, wenn wir das einfach ähnlich wie einen Parser schreiben. Und genau darum geht es jetzt, nämlich um State oder wie bekomme ich eigentlich richtige Variablen, die im Hintergrund der Funktion laufen, die ich eigentlich dann manipulieren kann über Zeit. Ohne dass ich jetzt irgendwie immer mit Let neue Sachen machen muss, weil ich weiß, ich habe den Int, der zählt meine Punkte. Und die Punkte will ich halt immer im Hintergrund zählen und mal möchte ich was drauf addieren, aber ansonsten sollen die einfach nur weiter durchgereicht werden. Ich will die nicht in jeder Funktion als Funktionsargument durchreichen, weil dann vergesse ich die oder ich vergesse irgendwann mal welche abzudaten oder dann setze ich sie neu, gebe aber der nächsten Funktion aus Versehen noch den alten Wert, weil ich irgendwas gecopy-pastet habe und so weiter. Das ist sehr fehleranfällig und deswegen machen wir das mit State jetzt einfach mal vernünftig, in Anführungszeichen. Gab es noch irgendwelche Fragen zu der Parser-Intuition, dass da im Hintergrund einfach nur ein String lebt, den wir nicht sehen, den wir aber benutzen bei allen Operationen? Oder ist das klar? Die Frage war, was hier mit dem anderen Type passiert. Das ist einfach nur der Rückgabewert,
diese gesamte Funktion hätte einfach nur den Typen Parser Unknown Type, in dem Fall Char Int Int oder so. Also der Typ wäre ja definiert an der Stelle. Wenn du ein Programm schreibst zum Beispiel, würdest du hier das ABC ja natürlich irgendwie noch umwandeln in eine Float-Zahl und dann wäre das ein Parser-Float. Ich habe jetzt hier nur die letzte Umwandlung nicht gemacht, sondern einfach nur irgendwas zurückgegeben, um zu zeigen, dass ich die Sachen hier oben, diese ABC, nachher im Prinzip nochmal brauche. Das ist jetzt nur ein sehr konstruiertes Beispiel, um einmal wieder ein bisschen reinzukommen in die ganze Notation. Ja. Gut. Wenn keine Fragen mehr sind, kommen wir zu State. Wir haben gesehen, eben Parser hatte den Typen Parser A nach Parser String nach A, nach dem Tupel A, String, beziehungsweise da war es dann sogar Either String A String. Und beim State nehmen wir jetzt diesen String, den wir vorher im Parser hatten, einfach noch vorne mit als Argument dazu. Das heißt, wir sagen jetzt, unser Typ State, SA, ist ein State mit einer Funktion drin, S nach AS. Das ist einfach eine Funktion, die ein State erwartet und uns ein Ergebnis liefert und einen neuen State. Das kann der alte sein, das kann ein modifizierter sein und so weiter und so weiter. Und das ist halt die Hauptidee jetzt dahinter. Und zusätzlich zu der Definition hier oben, wir haben natürlich hier den State-Konstruktor, der uns so eine Funktion S nach AS einpackt in ein State SA. Und wir können natürlich auch die Auspackfunktion wieder schreiben. Die habe ich jetzt mal RunState genannt, weil sie den State quasi ausführt. Werden wir nochmal gleich sehen, woher das kommt. Wenn wir nämlich ein State SA nehmen, kriegen wir die Funktion S nach AS wieder zurück. Ja, allerdings können wir hinten auch wieder die Klammern zurück wieder weglassen. Und jetzt wird klar, wieso das RunState heißt, weil wir geben ihm einen Zustand rein, wir geben ihm einen Startzustand rein und kriegen am Ende unser Endergebnis und den Endzustand. Und RunState benötigt also quasi zwei Argumente, damit es das Ergebnis liefert. Das wird später in der Definition nochmal häufiger vorkommen. Soweit Fragen. Ist die Definition halbwegs klar? Die Idee, ich hatte ja gesagt, beim Parser eben hatten wir einen String im Hintergrund gespeichert, in der Monade, an dem wir eigentlich nicht mehr rangekommen sind, außer wir haben weitere Parser aufgerufen, die dann intern damit was machen. Aber wir konnten an den Eingabestring ja nicht mehr dran. Und die Idee ist jetzt, dass man mit State nicht nur einen String verpackt, sondern dass man einen beliebigen Datentyp im Hintergrund hält, den man nicht direkt beeinflussen kann, sondern der indirekt von anderen Funktionen beeinflusst wird. Quasi, du kannst dir State vorstellen wie globale Variablen, die du im Hintergrund hast, die immer verfügbar sind, aber nirgendwo in den Typen drin stehen. Tun wir nicht. Wir schmeißen die Referential Transparency nicht weg, weil wir durch die Monade sicherstellen, dass das in einer richtigen Reihenfolge abläuft. Und weil das, da kommen wir später zu, wieso das die Sachen nicht verletzt. Die internen Funktionen sind alle referentially transparent. Es ist eine Variable in Anführungszeichen. Es ist die Berechnung, die auf einer Variable operiert, aber was die Variable ist, musst du am Anfang erst angeben. Das wird später noch klar. Wichtig ist erstmal nur die Information, dass wir dass wir uns einen Zustand von irgendeinem Typen im Hintergrund merken, den wir manipulieren können, der aber nicht explizit in den ganzen Funktionsbeschreibungen übergeben wird. Das Einzige, woran wir das sehen, ist, dass die Funktion, wie wir das bei Parsern hatten, das Einzige, was darauf hinweist, dass irgendetwas im Hintergrund gehalten wird, ist, dass das Ergebnis in so einer Monade liegt, die etwas im Hintergrund halten kann. Ein Parser hält sich halt den String, den es parsen soll, im Hintergrund, und ein State hält sich halt einen Zustand, auf dem es operiert, im Hintergrund. Ne? Soweit verständlich? Gut, die hatten wir gerade. Wenn wir halt State monadisch nutzen, also nach irgendwie Funktionen aufrufen, die in State reingehen, dann haben wir natürlich Funktionen der Form A nach State SB. Also wir haben den State S und die Funktion geht eigentlich von A nach B, aber wir haben jetzt im Hintergrund noch den State S, auf dem wir irgendwie Sachen machen können. Wenn wir die Definition wieder einsetzen,
haben wir wieder genau denselben Effekt. Also wenn wir das einsetzen, sieht das so aus. Wir können die Klammern natürlich weglassen. Haben wir wieder genau denselben Effekt, was die was der State-Typ hier im Moment einfach nur tut, ist, er fügt einen weiteren Parameter in die Funktionsdefinition ein und ändert den Rückgabewert. Aber von dieser gesamten Änderung kriegen wir als Benutzer, wenn wir einfach nur eine Funktion von A nach StateSB benutzen, nichts mit. Und den Input S und den Output BS, den können wir jetzt in der Monaden-Instanz und auch in den ganzen anderen Instanzen dann benutzen und nur innerhalb dieser Sachen manipulieren. Beziehungsweise nur interne Funktionen schreiben, die an diesen Sachen rumarbeiten, weil von außen können wir zum Beispiel auch verbieten, dass es eine Funktion gibt, die an dem State rumfunkt. Da kommen wir später auch nochmal zu. Was mit außen und innen gemeint ist, von innen meine ich mit, wenn du halt den State definierst, schreibst du ja ein Modul State und du kannst ja bei einem Modul entscheiden, welche Funktionalität du exportierst, welche Funktionalität andere Module benutzen können, und dann kannst du halt innerhalb deines Moduls interne Funktionen schreiben, die auf internen Strukturen operieren können und da Sachen machen können, wo du aber nicht möchtest, dass irgendwer extern die machen kann. Und das ist halt die Hauptidee, dass du das trennen kannst. Und dann kann der Endbenutzer das sicher benutzen, weil die einzige Möglichkeit, wie er es benutzen kann, ist die logische. Und intern kannst du aber zum Beispiel, weil es aus Performancegründen besser ist, irgendwas anderes zu machen oder so, kannst du direkt in den Innereien rumfuschen. Und deswegen sind Haskell-Bibliotheken meistens sehr gut zu benutzen, weil sie zwar immer interne Sachen irgendwo haben, aber das Interface, was du außen benutzt, ist sehr häufig sehr abgespeckt. Und wenn du Funktionen benutzt, kann eigentlich kaum was schiefgehen. Außer der Developer hat Mist gebaut, der die Library geschrieben hat. Aber dann ist es nicht mehr dein Problem. wie ich das gerade schon gesagt habe, ist ähnlich zum Parser, nur wir fügen jetzt nicht einen String ein und kriegen einen Either-Ergebnis-String zurück, sondern wir fügen hier jetzt irgendeinen Zustand ein und kriegen irgendein Ergebnis mit irgendeinem Ding zurück. So, jetzt nochmal ein bisschen Intuition. Man kann sich die State-Monade, das hilft später ein bisschen, vorstellen als Berechnung. Wir geben, wenn wir eine Funktion in der State-Monade schreiben, geben wir eine Berechnung an, gegeben, wir hätten einen Zustand, aber die gesamte Berechnung kennt den Zustand nicht, sondern immer nur die Änderungen an den Zustand. Das Einzige, was du machen kannst in so einer State-Berechnung, ist den Zustand ändern, aber du hast den Anfangszustand noch gar nicht. Weil wenn wir hier eine Funktion haben, der Form A nach StateSB, kriegen wir nachher etwas vom Typen StateSB zurück. Und die einzige Möglichkeit, das Ding auszupacken, ist hier die Funktion RunState aufzurufen, die den State nimmt. Und RunState geben wir erst den Startzustand. Das ist der letzte Aufruf, den wir machen. Das heißt, erst am Ende definieren wir mit StateSA in diesem Fall die Aktion, die wir durchführen müssen, die uns am Ende ein A liefert. Dann geben wir ihr den Startzustand, dann rattert das ganze Ding intern durch und dann kriegen wir das Ergebnis mit dem Endzustand. Du guckst etwas skeptisch. Es ist ein bisschen anders als in anderen Sprachen, wo du irgendwie Variablen zuweist oder so, sondern du hast in Anführungszeichen keine Variablen, sondern du gibst immer nur an, wie du Variablen ändern würdest, wenn du sie hättest. Und dann, wenn du die gesamte Berechnung fertig hast, sagst du am Ende einmal, okay, führ mir das aus mit diesen Startwerten. Und damit ist das Ganze wieder eine komplett abgeschlossene Funktion, die in sich... Die Sache ist, die Frage war, wie oft man eigentlich berechnen muss, wenn man den Startzustand nicht kennt. Die Sache ist, die gesamte Berechnung mit dem State wird erst bei dem Run-State ausgeführt. Vorher fügst du einfach nur Funktionen zusammen, die aber nicht berechnet werden. Sondern die werden erst hier an dieser Stelle berechnet, weil du ihm hier eine große State-Berechnung gibst. Das ist wie Funktionsverkettung. Wenn ich drei Funktionen verkette, dann kann ich mir vorstellen, ich rufe die drei Funktionen hintereinander auf oder ich verkette diese Funktion zu einer riesigen Funktion und dann am Ende rufe ich die einmal auf mit einem Parameter. Ist genau dasselbe Prinzip. Das war hier gerade eine kleine Anekdote. Die Frage war, worin liegt der Vorteil, das hier mit RunState aufzurufen? Ich kann ja auch einfach eine große Funktion schreiben, die das macht und so. Der Vorteil liegt darin,
dass State diese Funktion, die den State 1 weiterrechnet, intern handhabt. Und wenn du die Funktionen hintereinander hängst, hast du hier immer das Problem, du gibst einen State rein, du kriegst einen raus. Die nächste Funktion muss natürlich den State benutzen, als State, den sie reinkriegt, der hier rauskommt, und nicht den alten. Wenn du das jetzt aber alles untereinander runterschreibst, dann reichst du den State die ganze Zeit manuell durch und dann fängst du nach 3 Wochen an, da eine Codezeile hinzuzufügen und vergisst auf einmal ein Update. Und dann berechnest du auf demselben State Sachen zweimal und ersetzt dann einfach nur eine Sache. Kann ich dir nach der Vorlesung einmal ein ausführliches Beispiel geben? Aber machen wir jetzt hier erstmal weiter. Hilfreich ist es, sich das halt vorzustellen als eine komplette Berechnung, die wir monadisch einfach zusammenfügen. Und wir kennen aber den Startwert nicht. Wir gehen einfach mal die ganze Zeit davon aus, wir kennen ihn. Wir sagen immer nur, die Änderungen vom Zustand geben wir an, aber wir geben den Initialzustand noch nicht an. Und also man bekommt halt erst später einen State, bearbeitet ihn dann und gibt dann den geänderten State weiter. Die nächste Funktion bekommt wieder irgendwann einen State, bearbeitet ihn, gibt den wieder weiter und so weiter und so weiter. Und diese gesamten Sachen spiegeln sich natürlich auch in einer Funktorinstanz wieder. Also wie gesagt, ich habe gesagt, State-Monade ist eine Monade. Und dazu müssten wir jetzt einmal erstmal Funktorinstanz definieren, Applicative-Instanz definieren, bevor wir die Monadeninstanz definieren können. Und das machen wir jetzt einmal alles durch. Gerne auch interaktiv, ihr könnt auch reinrufen. Ich habe hier Instance Functor State S ist fmap f und rs, wobei das rs hat den Typen State S A und das f hat den bekannten Typen a nach b. Also wir kriegen wieder eine Funktion a nach b rein und wir kriegen den State S A rein und wir sollen herausgeben ein State S B. Typed-Holes hatten wir in den Übungen schon mal. Dann erkläre ich kurz nochmal Typed-Holes. Ich hatte das als gegeben angenommen. Wenn wir rechts von der Funktion einfach nur einen Unterstrich setzen, statt irgendwas Sinnvolles hinzuschreiben, dann meckert der Compiler und sagt, ich habe hier einen Unterstrich gefunden. Übrigens, der den Typen und alles und die Funktionen, die dir so bekannt sind, hier lokal, sind die hier. Das sind die Typen, die bei dir gerade liegen. Und im Prinzip, das Ding sagt hier found whole Unterstrich mit dem Typen, auf Deutsch, produziere mir etwas vom Typen State SB. Ach übrigens, du kriegst ein RS vom Typen State SA rein und du kriegst ein F vom Typen A nach B rein. Ja? Und die Sache ist, wir sollen ein State produzieren. Wie machen wir das? Wir kennen nur eine einzige Art, einen State zu produzieren. Und das ist nämlich die Funktion, ich habe es andersrum gemacht, verdammt. wir haben hier das RS, das hat den Typen State SA. Und wie kriegen wir das A hier raus? Da haben wir, jetzt bin ich verwirrt. Doch State SB. No. Wir wollen einfach vom Typen State SB produzieren. Was ist das? Die einzige Funktion, die wir kennen, die einen State vom Typen State SB produziert. Das ist der Konstruktor State und der hätte gerne eine Funktion S nach BS. Ja? Und das können wir einfach davor schreiben. Das heißt, wir möchten jetzt einen State produzieren. Die Funktion möchten wir am Ende anwenden. Und das nächste, was wir jetzt haben müssen, ist, wir müssen eine Funktion S nach BS definieren. Wir haben hier noch eine Funktion A nach B und wir haben hier noch einen State SA. Okay, gut, das bringt uns nicht viel weiter. Wir nehmen erstmal das S als Parameter, als lokale Lambda-Funktion anonym. Das heißt, ST ist jetzt unser State S, den wir haben. Und was wir jetzt haben, ist, wir sollen das immer noch das Tupel BS konstruieren. Mittlerweile haben wir aber einen State vom Typen einen ST vom Typen S, was halt unser State ist, und ein RS, was eine komplette State-Berechnung enthält. Ja? S nach BS ist einfach nur eine Funktion. RunState packt dir diese Funktion aus einem State wieder aus. Das heißt, das nimmt erst einen State und gibt dir dann diese Funktion S nach BS zurück.
Dazu musst du aber ein State-SB haben, um die Funktion rauszunehmen. Ja. Genau. Wenn wir jetzt soweit sind, brauchen wir jetzt nur noch irgendetwas, brauchen wir nur noch das Tupel BS. Cool, das S haben wir schon. Und wir haben hier noch den State. Und dann erinnern wir uns, ja, Run State nimmt einfach einen State, nimmt einen State SA und ein S. Hey, wir haben einen State SA und ein S und liefern uns schon mal ein AS. Das ist schon mal gut. Dann haben wir schon mal ein Tupel AS. Das führen wir jetzt hier einfach mal aus. Und jetzt haben wir das Tupel A und SD Strich, weil der State ST Strich ist der bearbeitete State, nachdem er es ausgeführt wurde, und ST ist der originale State, der reinkommt. Und jetzt sollen wir halt etwas vom Typen BS zurückgeben. Und das B kriegen wir ganz einfach produziert, indem wir die Funktion F, die wir haben, auf das A anwenden, weil F angewendet auf A liefert uns das B. Und der zweite Parameter ist jetzt, wir müssen halt was vom Typen S hier reinfügen. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, wir können einmal das ST nehmen, das ist unser ursprünglicher State, oder wir können das ST' nehmen, das ist unser bearbeiteter State. Welches nehmen wir wohl? Nein, wir nehmen nicht das Originale, wir nehmen das Bearbeitete. Weil das ist ja die ganze Sache, wir wollen den State ja im Hintergrund bearbeiten lassen. Weil wenn wir den originalen State nehmen, schmeißen wir alle Änderungen, die wir beim Ausführen des Programms gemacht haben, wieder weg. Das ist genau nicht das, was wir wollen. Sondern wir wollen hier den geänderten State haben. Und schon hat sich die Funktorinstanz wie von selbst geschrieben. Genau. Hat jetzt irgendwer noch konkrete Fragen dazu? Irgendwas unklar. Also, man muss einfach mal die Schritte durchgehen, die man machen wollte. Wir wollen hier halt FMAP definieren, wir kriegen den A nach B rein, wir kriegen den State SA rein. Und da wir ein State produzieren wollen, ist die einzige Funktion zum Einpacken ist State. Dann wollen wir hier die Funktion S nach BS definieren. Die definieren wir einfach als Lambda-Funktion. Und dann RunState war unsere Auspackfunktion. Aber RunState braucht halt, um den State auszupacken, auch noch irgendeinen State, den wir hier vorne genommen haben. Dann kriegen wir A mit einem geänderten State zurück. Warum man das ST nimmt, das ist einfach nur eine Variable. Die kannst du nennen, wie du möchtest. Du kannst da auch X hinschreiben oder so. Aber ST erinnert etwas an State und S war schon der Typ. Und dann, wenn ich das jetzt S genannt hätte, wird es dann noch verwirrender. Dann rede ich auf einmal von einem S vom Typ S. Und es ist... wenn du hier bist, die Frage ist... Wieso bei RunState ST, dass das Original steht und bei in das Bearbeitete. Wenn du RunState ausführst, bevor du RunState ausführst, hast du diese Situation. Du hast gar keinen zweiten State. Du hast ja nur einen einzigen, ST vom Typen S. Und du kannst nicht mehr machen, als das in RunState reinschmeißen. Und wenn du RunState ausführst, bekommst du als Ergebnis, dass das Bearbeitete. Das hier ist die Ausführung. Das ist, hier wenden wir die Funktion RunState auf das Original an und der Rückgabewert ist das Tupel A ST'. Und das verwenden wir dann hier einfach nur noch weiter. Noch Fragen dazu? Ja, das Let-In da drin verwirrt einen am Anfang ein bisschen. Ansonsten hätte ich einen Where oder so da drunter. Das macht dann nachher nochmal andere Probleme, wenn man dann in monadische Sachen reingeht und so. Applicative ist nicht viel schwerer, nur ein bisschen. Wir müssen für ein Applicative müssen wir einmal Pure definieren und einmal Apply. Und auch hier fangen wir erstmal mit Pure an. Pure kriegt ein A vom Typen A und soll einfach einen State SA produzieren. Was tun wir? Vorschläge? Was meinst du mit einem State als erstes nehmen? Das heißt nicht einen State als erstes nehmen, sondern das heißt, als letzten Schritt packen wir es in State ein. Weil State ist der Konstruktor, der uns ein State A, B oder so produziert.
oder ein State, in diesem Falle ein State SB. Ne, in diesem Fall muss er uns ein State SA produzieren, wie es unten steht. Und weil wir sagen, die einzige Möglichkeit, wie wir ein etwas vom Typen State SA produzieren können, ist der State-Konstruktor, weil wir keinen anderen haben, muss der auf jeden Fall dahin. Das macht das Problem schon mal einfacher, weil jetzt müssen wir hier wieder die Funktion S nach AS nehmen, machen wir wieder einen Lambda-Ausdruck und jetzt haben wir einen ST vom Typen S und einen A vom Typen A und sollen ein Tupel vom Typen AS zurückgeben. Irgendwelche Vorschläge? Genau. Wir geben einfach, wir sollen etwas vom Tupel vom Typen Tupel AS zurückgeben. Wir haben ein A, wir haben ein S, dann packen wir das einfach in einen Tupel ein und sind fertig. Und das ist pure, was auch relativ klar ist, dass hier kein Run-State oder so vorkommt, weil pure verändert den State nicht, führt nichts aus oder macht sonst irgendwas damit. Apply wird etwas komplizierter, weil ich habe das wieder, wir müssen das am Ende wieder in den State einpacken, deswegen habe ich das schon mal hier hingeschrieben, wir kriegen wieder eine Funktion, das heißt, wir haben hier jetzt wieder unseren Initialzustand ST und wir haben jetzt hier einmal etwas vom State SA und einmal etwas vom State SA nach B. Das ist das, was wir reingekriegt haben. Ja? Ihr braucht da jetzt keine Anwendung für euch vorausdenken oder so, dass sind einfach nur mathematische Sachen, die da rausfallen. Die hauptsächliche Anwendung findet nachher in der monadischen Instanz statt. Aber man muss dafür halt einen gültigen Applicative haben. Was wir jetzt machen können ist, wir haben hier diese beiden States und wir wollen an den Inhalt ran. Das Einzige, wie wir an den Inhalt rankommen, ist, wir führen Run-State aus. Und wenn wir das jetzt einfach mal so machen, ist, dann nehmen wir halt das ST und machen erstmal Run-State mit der Funktion und dem State und dann Run-State mit dem Wert und dem State. Und jetzt ist genau das, was ich eben schon angesprochen habe, dass man hier Sachen durcheinander werfen kann oder dass irgendwas Komisches passiert. Weil wir kriegen hier ein State ST rein. Nachdem wir den in das erste Run-State geschmissen haben, kriegen wir das ST- raus. Und das müssen wir dann weiterschmeißen an das nächste und kriegen das ST-Strich raus. Weil Applicative ist definiert als erst das linke, dann das rechte. Das ist eins von den Gesetzen, die darauf definiert sind. Und genau das meine ich hier mit, der State muss vernünftig durchgereicht werden. Und wenn ich die jetzt irgendwie tauschen würde oder so, dann kriege ich in meinem Programm, wenn ich jetzt zwei Operationen habe, die eine State machen, dann führe ich die auf einmal in falsche Reihenfolge aus. Und das ist suboptimal. Ich muss halt auf die Reihenfolge achten. Gerade bei State-behafteten Berechnungen. Ja? Ist das klar, oder? Gut. Was wir jetzt hier noch machen müssen, ist, wir müssen wieder nur das Tupel BS zurückgeben. Wir haben ein A, wir haben eine Funktion A nach B und wir haben drei mögliche States zur Auswahl. Was geben wir zurück? Vorschläge? Wir geben halt das Tupel zurück, wo wir die Funktion anwenden und den allerletzten State, den wir gekriegt haben, den wir produziert haben, weil wir halt keine Information, also keine Berechnung oder so wegschmeißen wollen. State kann für die Frage war, ob man sich das wie einen Zähler vorstellen kann. Die Antwort ist auch. State kann alles machen. Die Operation hier in Run-State kann zum Beispiel sein, einen Zähler hochzählen, irgendwie Sachen auf einer Karte bewegen, eine Spielwelt weitersteppen oder sonst irgendwas. Die Sachen können halt beliebig kompliziert werden, aber sie müssen halt trotzdem in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Fragen zu Applicative noch? Die Frage war, ob man nicht einfach sich die zweite Zeile in dem Let sparen kann und dafür einfach FMAP verwenden kann. Ja? Und die Sache ist, man kann halt, wenn man hier FMAP, wenn man jetzt zum Beispiel macht FMAP F auf das RS, bekommt man ja etwas vom Typen State S, irgendetwas vom Typen State SB raus. Das kannst du ja aber nicht zurückgeben, weil diese Funktion ja dieses Tupel erwartet. Das heißt, du kannst das machen, aber dann musst du trotzdem RunState aufrufen mit diesem ST-Strich. Das heißt, du musst weiterhin die Reihenfolge einhalten,
Aber du kannst es natürlich auch mit FMAP machen, weil das hier ist ja einfach nur die Zeile, die in FMAP auch drin steht. Also, das geht. Wäre dann aber wieder etwas komplizierter, weil dann würde die letzte Zeile einfach aussehen, Run State in Klammern F gefmapped auf RS, Klammer zu ST-. Und wenn ich das da hingeschrieben hätte, hätte es keiner mehr verstanden. Natürlich geht das, so kann man die Sachen immer nachher kleiner machen. Am wichtigsten wird bei State natürlich die Monad-Instanz, weil das ist ja eigentlich das, worauf wir die ganze Zeit hinaus wollten. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen Ahnung. Return, cheaten wir etwas, Return sagen wir einfach gleich pure, weil das eh dasselbe ist. Das soll auch so sein. Der nächste Fall ist, wir müssen halt RS gebindet an F übergeben. Und RS ist jetzt ein State SA und F hat den Typen A nach State SB. Und ich habe das hier schon wieder ausgepackt, das heißt, wir haben schon wieder einen initialen State ST vom Typen S. Und was können wir jetzt damit machen? Wir können halt erstmal unser RS hier auspacken, damit wir überhaupt an den Inhalt kommen, um damit was zu tun. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein A, was sehr gut ist, weil unsere Funktion f braucht ja ein A. Ja? Cool. Dann können wir halt das A auch ausführen. Jetzt haben wir auch einen RS-. Und das RS- hat jetzt den Typen State SB. Okay, wir haben jetzt etwas vom Typen State SB. Das hat eigentlich schon alles drin, was wir haben wollen. Wir wollen aber ein BS. Wie machen wir aus einem State SB ein BS? Du hast jetzt hier kein Tupel. Du hast hier einen State SB. Aus diesem State SB möchtest du jetzt dein Tupel BS raushaben. Weil wir wollen ja kein A zurückgeben. Das A haben wir schon verwendet. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist. Genau. Wir machen einfach Run State mit dem Ding. Und Run State braucht einen State, um ausgeführt zu werden. Und welchen nehmen wir? Natürlich der rausgekommen ist. Und so sieht dann halt die Monad-Instanz aus. Um das einmal in Anführungszeichen schön gemacht zu haben. Jetzt haben wir das alles schön definiert und uns da durchgequält und nervigen Code angeguckt. Wir brauchen jetzt allerdings trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten, weil im Moment können wir nur States verknüpfen, aber wir können mit dem State halt noch gar nicht arbeiten. Ne? Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Wir brauchen irgendwie noch was, um an den Zustand dran zu kommen oder den Zustand intern zu ersetzen oder ihm einfach eine Funktion zu geben, um ihn zu modifizieren. Irgendwie Sachen inkrementieren oder sonst irgendwas. Also brauchen wir irgendwie drei Funktionen. Einmal get, was den Typen state ss hat. Also es hat den internen Zustand s und gibt uns den internen Zustand auch auf der Ausgabe zurück. Dann brauchen wir eine Funktion put, die einen state nimmt und uns einen State S-Unit erstellt, weil Put braucht nichts zurückgeben, da können wir Unit zurückgeben, was sollen wir sonst Sinnvolles zurückgeben? Und Modify, was einfach eine Funktion nimmt, die den internen Zustand verändert und natürlich auch keinen Rückgabewert hat, weil die macht ja, die hat ja keinen Rückgabewert, sondern die arbeitet auf dem internen Daten im Hintergrund. Und die Sachen sind ganz einfach implementiert. Get bedeutet einfach nur, wir müssen den internen Zustand in die Ausgabe kopieren. Wie machen wir das? Ja, get, wir packen das wieder in State ein, kriegen hier wieder unsere Funktion lambda s. Und was geben wir zurück? Ja, der interne Zustand bleibt s und die Ausgabe setzen wir auch auf s. Also wir kopieren das einfach in die Ausgabe rein. Und so können wir uns den internen Zustand jederzeit auslesen. Genauso können wir auch den internen Zustand jederzeit schreiben. Hier kriegen wir einen Zustand s rein und man sieht hier in der Lambda-Funktion, dass wir den Zustand, den wir kriegen, für den interessieren wir uns gar nicht, den schmeißen wir weg und wir ersetzen einfach den internen Zustand und geben Unit zurück. Und so können wir den internen Zustand überschreiben zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn wir das möchten. Und Modify kriegt einfach nur eine Funktion und nimmt ähnlich wie get, nimmt es halt den Zustand, wendet die Funktion an und hat aber keinen Rückgabewert, sondern der einzige Effekt, den diese Modify-Funktion hat, ist, sie arbeitet im Hintergrund auf dem State, hat aber aktiv augenscheinlich keinen Rückgabewert. Irgendwie, wenn zum Beispiel unser State ein Integer ist, dann könnten wir zum Beispiel machen Modify plus 1, das gibt uns Unit zurück, aber im Hintergrund ist das Ding ein hochgezählt. Zum Beispiel, um Punkte im Hintergrund hochzuzählen oder sonst irgendwas.
Ja. Das war jetzt alles sehr, sehr theoretisch und trocken und langweilig. Deswegen machen wir nochmal einen kleinen Anwendungsfall. Wir produzieren, wir programmieren ein sehr, sehr tolles Spiel. Wir haben eine Spielfigur und diese kann sich auf einem begrenzten zweidimensionalen Spielfeld in die vier Hauptrichtungen bewegen. Links, rechts, oben, unten. Und wir möchten halt die Position der Figur gerne verstecken, dass wir die nicht immer übergeben müssen, dass wir irgendwie vergessen einmal oder wir drehen die Koordinaten oder wir vergessen ein Update oder wir schreiben irgendeinen Code dazwischen und vergessen auf einmal, dass da irgendwas zwischen passiert ist, was wir updaten mussten und so weiter und so weiter. Das nimmt uns State alles ab. Und insbesondere können wir dann halt auch Funktionen definieren, die wir nach außen exportieren, die intern auf dem State rumarbeiten, aber die dann nur gültige Züge zulassen oder so und Sachen direkt abwehren, die ungültig sind. Und somit geben wir dem Nutzer eigentlich nur noch ein paar Methoden an die Hand, die er benutzen kann. Und diese können wir dann automatisch über Do-Notation kombinieren. Und der Nutzer kann halt nur sinnvolle Sachen damit machen und nicht irgendwie aus unserem Spielfeld rauswandern oder sonst irgendwelche komischen Dinge tun, die wir nicht wollen. Versteckt halt in Anführungszeichen. Wir haben hier ja gerade drei Funktionen definiert, wie man sich theoretisch die Position holen kann und sie dann überschreiben kann. Also mit get kann ich sie mir holen, mit put kann ich sie überschreiben. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich packe das in irgendeinen anderen Datentypen rein oder ich mache das nur in meinem Modul intern und die Sachen, die ich nach außen exportiere, funktionieren halt anders. Also sind geben halt diese get-put-modify-Funktion nicht raus. Da kann ich intern mit meinem Zustand rummanipulieren, was ich möchte, aber der Benutzer von außen kann halt da nicht dran. Für den Benutzer außen ist das versteckt, für mich innen ist es normal sichtbar und manipulierbar. Ja. Fangen wir einmal an, irgendwie eine Datendefinition ist, eine Position ist einfach nur ein Tupel von ins, irgendwie XY-Koordinaten, Dimension des Spielfeldes ist auch ein Tupel von ins, irgendwie von 0 bis dahin und unser gesamter Spielzustand, jetzt in diesem Fall, ist einfach nur ein Game-State, der aus Position und Dimension besteht. Ja? Ist jetzt etwas simpel, wenn man sich mal ein richtiges Spiel anguckt, dann wird das etwas komplizierter, dann fängt man auch an, die Sachen hier zu benennen. Das gesamte Ding nennt man Record-Syntax, da kommen wir aber nächste Woche genauer zu. Im Prinzip kann ich hier einfach nur die einzelnen Typen mit Namen benennen und die dann auch nachher noch verwenden. Wir hatten die vielleicht schon mal kurz erwähnt, aber genauer kommt die nächste Woche im Zuge mit Lens. Das heißt, wir haben halt nicht nur eine Position vom Spieler und eine Dimension des Spielfeldes, sondern wir haben zum Beispiel auch irgendwie Hindernisse, wir haben eine Punktezahl, wir haben Monster, die im Hintergrund funktionieren und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Zum Bewegen auf unserem Spielfeld müssen wir halt vier Richtungen definieren, oben, unten, links, rechts. Die sind alle extrem ähnlich vom Code, sodass wir einfach, dass ich jetzt einfach nur mal eine darstelle und die gesamte Funktion ist halt hat den Typen State, GameState Bool. Also wir haben im inneren Zustand unseren GameState, den wir eben definiert haben, und einen Bool als Rückgabewert. Ob das dahingehend erfolgreich war. Das ist halt der eigentliche Rückgabewert, die Information, bin ich gerade vor eine Wand gelaufen oder konnte ich dahin gehen? Ne? Ich hätte auch Unit nehmen können, dann hält das Ding einfach vor einer Wand an und gibt dir gar keine Rückmeldung. Aber wenn man hier zum Beispiel direkt die Rückmeldung kriegt, dann kann man einen Fehler anzeigen, kann das Bild flackern lassen oder kann den User töten, weil er böse war, ich weiß es nicht. Was wir halt machen, die gesamte Funktion schreibt sich, wir machen Do, wir holen uns erstmal den alten Zustand und kriegen halt hier mit XY die Position unseres Users und mit DX, DY die Dimension unseres Spielfeldes, die X-Dimension und die Y-Dimension unseres Spielfeldes. Und jetzt fragen wir einfach nur ab, da wir nach rechts gehen wollen, fragen wir, ist X plus 1 denn noch in dem Spielfeld? Wenn X plus 1 noch in dem Spielfeld ist, wenn X plus 1 nicht mehr in dem Spielfeld ist, machen wir einfach Return False. Das ist, oder Pure False hätte man auch nehmen können. Das verändert den Zustand nicht, gibt aber als Rückgabe wird einfach nur false zurück. Ansonsten sagen wir, packe in den Game State den geänderten rein, wo das X um eine erhöht ist, und sage, hat geklappt. Und diese gesamte Funktion haben wir jetzt geschrieben und jetzt haben wir eine Funktion rechts, die wir 10-mal hintereinander ausführen können und die läuft dann so weit nach rechts,
wie es geht. Und wenn es halt nicht weitergeht, hört sie einfach auf und gibt die ganze Zeit Volts zurück. Aber das ist uns ja egal. Der Spieler läuft mit dieser Funktion auf jeden Fall nicht mehr aus dem Spielfeld raus. Ja? Die Sache ist auch, in einem richtigen Spiel hätten wir statt dieser Abfrage, wir haben jetzt hier Case x plus 1 größer dx, statt dieser Abfrage hätten wir dann noch weitere Abfragen, wie zum Beispiel, kann ich das Feld betreten, ist da ein Monster, sterbe ich, wenn ich da drauf gehe, und so weiter und so weiter. Da kann ich halt viel, viel mehr Sachen machen, weil im Moment prüfen wir halt nur, laufen wir aus den Dimensionen des Spielfeldes raus. Man kann natürlich auch alternativ sagen, da steht ein Hindernis, da kann ich nicht drauf gehen, oder da steht ein Hindernis, was mich 5 Punkte kostet, oder. Da rufe ich einfach hier zwischen eine Funktion auf mit den Regeln, und die Regeln kann ich dann irgendwie nochmal anders definieren. Aber an der eigentlichen Funktion Laufe nach rechts ändert sich dann quasi nichts mehr. Was das tun soll, wieso das sinnvoll ist? Genau, get war ja, wenn man sich get nochmal anguckt, hatte get einfach nur den Typen state ss. Das heißt, da brauche ich keine Parameter angeben, das gibt mir einfach den aktuellen State, wenn ich in der State-Monade bin. Und da wir hier sagen, die Definition ist, wir geben halt was vom Typen State, GameState, Bool zurück, sind wir hier in der State-Monade mit dem internen Zustand GameState, und dann kann ich get einfach aufrufen und kriege den Typen GameState zurück, wie er gerade belegt ist. Genauso mit put gebe ich etwas vom Typen GameState rein und er speichert das im Hintergrund ab. Und wenn ich jetzt irgendwie 5 verschiedene Funktionen davon habe, kann ich die auch einfach stumpf hintereinander verwenden. Und dann läuft das alles ohne Probleme im Hintergrund und ich brauche mich nicht um irgendwas kümmern oder sonst irgendwas. Kommen wir gleich auch nochmal zu einem schönen Beispiel. Wichtig ist halt, dass wir hier die Veränderung des Zustandes, also wir machen hier get und put, um den Zustand zu verändern, aber der Rückgabewert hier, das return false und return true, hat halt mit der Zustandsänderung an sich nichts zu tun. Natürlich hat der interne Zustand einen Effekt auf den Rückgabewert, aber der Rückgabewert sagt halt was komplett anderes aus. Ne? Der sagt dir auch nicht, in welcher Dimension ich jetzt rausgelaufen bin oder sonst irgendwas. Man kann ihn natürlich auch noch, ich sag mal, interessanter gestalten mit irgendwie maybe fancyer Rückgabewert, und wenn es nothing ist, bin ich halt von Hindernis gelaufen und ansonsten kriege ich da irgendwelche schönen Informationen mit, du hast einen Schatz gefunden, weiß der Geier. Das kann man dann alles halt in diese Bewegungsfunktion relativ simpel reinmachen. Nur, wenn man so ein Spiel schreibt, fängt man eigentlich erstmal mit so einer Funktion an und dann kann ich erstmal hin und her laufen und ich laufe nicht raus, okay, läuft. Und dann fange ich an, das Ding etwas weiter auszubauen. Ne, dann mache ich zum Beispiel, dann füge ich Hindernisse in mein GameState ein und dann mache ich hier die Case-Abfrage etwas komplizierter und sorge erstmal dafür, dass ich nicht vor Hindernisse laufe. Das mache ich irgendwie für alle meine 4 Richtungsfunktionen. Und dann kann ich wieder über mein Spielfeld laufen, ich kann nicht über Hindernisse laufen, ich kann nicht durch Wände gehen und so weiter. Alles tutti. Und dann mache ich weiter mit, okay, wenn ich jetzt auf das Feld gehe, dann kann ich ja danach irgendwas aufrufen mit, du bist jetzt auf Feld XY gegangen. Ich weiß ja, auf welches Feld ich gehe und wenn ich in dem Game State zum Beispiel dann mein gesamtes Spielfeld habe, mit versteckten Kisten, Buttons oder sonst irgendwas, weiß ich ja hier zwischen dem Put und dem Return, auf welches Feld ich gelaufen bin. Und dann kann ich da zum Beispiel die Methode aufrufen, mach mal einen Effekt auf diesem Feld. Wenn das Feld keinen Effekt hat, dann passiert da nichts, ansonsten passiert da was. wäre in dieser Funktion aber auch nur eine Zeile, die ich hinzufüge. Und die eigentliche Funktion, die das dann tut, schreibe ich wieder an anderer Stelle. Also ich teile mir meine ganzen Aufgaben in viele kleine Häppchen auf, die ich wieder monadisch einfach stumpf zusammenfasse. Und das ist das große Geheimnis, wie man extrem komplexe Dinge weit runterbricht und aus diesen ganz kleinen runtergebrochenen Sachen, die sind einfach zu lösen, die löse ich alle einfach und dann baue ich sie wieder zusammen. Ja? Und dann kann man das auch einfach so machen, man kann auch einfach komisch laufen. Ich habe das jetzt hier mit Semikolons gemacht, normalerweise statt Semikolon kann man das so einfach eine Zeile da drunter schreiben, nur ich brauche hier unten noch ein bisschen Platz auf der Folie. Ich kann jetzt einfach machen, lauf komisch, dann sage ich rechts, rechts, hoch, hoch, links, links, runter. Dann läuft er die Sachen ab, so wie ich ihm das gesagt habe. Allerdings, wenn da irgendwo eine Wand ist oder wenn wir die Funktion schon erweitert haben, wenn da ein Hindernis ist oder ein Gegner oder ich da zwischen irgendwas einsammle oder so, mache ich trotzdem einfach nur die Befehle. Das läuft im Hintergrund alles automatisch und ich brauche mich nicht drum kümmern. Und ich habe hier einfach nur noch eine High-Level-Abstraktion für bewegenden Spieler mit allem, was dann da passieren soll. Und was dann da passieren soll, habe ich halt vorher in diesen einzelnen Methoden definiert.
der läuft das nicht stumpf ab. In den Bewegungsmethoden steht ja, dass er nicht zum Beispiel vor Hindernissen laufen kann, dass er nicht das Spielfeld verlassen kann. Nee, dann hört er nicht auf, sondern dann gibt er halt, dann macht er, gibt er Falls zurück und führt den nächsten Befehl aus. Ich fange hier den Rückgabewert nicht ab. Ja, das heißt, der versucht das einfach auszuführen und wenn irgendwo ein Hindernis ist, ignoriert er das, macht mit dem nächsten Befehl weiter. Wenn man das nicht haben will, kann man das natürlich auch nochmal anders machen. Gibt es auch noch Möglichkeiten. Genau, das kommt ganz drauf an, was du dann tun möchtest. Ja, auch können wir dann halt so eine Funktion schreiben. Ich habe sie jetzt mal bis zum Objekt... Gesundheit. Ich habe sie jetzt mal bis zum Objekt genannt. Die nimmt eine Richtung und einen Wert, eine Condition, und hat einfach den Typen mBool nach mUnit. Und was die macht ist, solange der Bool, also der zweite Parameter, der einzelne Bool, wahr ist, führt er die erste Aktion aus, die einen Bool generiert. Und die Implementation ist dann ganz einfach. Wenn ich sage, wenn der Bool wahr ist, dann führe die Aktion aus und mach den nächsten Schritt, gehe rekursiv weiter. Und wenn die Bedingung nicht wahr ist, dann brich mit Unit ab. Und mit dieser einfachen Funktion kann ich jetzt einfach sagen, bis zum Objekt rechts, dann läuft das Ding rechts, bis es entweder am Spielfeldrand ist oder bei irgendeinem Objekt oder bei sonst irgendwelchen Sachen oder stirbt oder je nachdem, was dafür sorgt, dass das Bewegen aufhört. Und so kann man dann auch viele andere Sachen miteinander kombinieren. Ist das soweit verständlich, klar? Okay, dann machen wir weiter. Das Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist, wir können zum Beispiel irgendwie einen State haben und dann machen wir irgendwie einen State und der Rückgabewert ist irgendwie so ein Either oder irgendwas was anderes Lustiges, was wir haben wollen. Ja? Das Problem ist, da wir jetzt in der State-Monade sind, verlieren wir natürlich alle monadischen Eigenschaften von den Dingern da drin. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir irgendwie drei Operationen haben, die State, Either, irgendwas haben, können wir die zwar hintereinander verbinden mit der State-Berechnung, aber nicht hintereinander verbinden mit der Either-Berechnung. Das heißt, wir müssen immer Pattern matchen und allen möglichen anderen Krempel. Die Frage ist, können wir das lösen? Kann man das irgendwie kombinieren? Und wenn der Dozent schon so dumm fragt, natürlich. Ja. Ich habe noch 20 Minuten. Ah, ich habe noch 20 Minuten. Schaffen wir das? Schnelldurchlauf? Nein, wir können erstmal anfangen und gucken, wie weit wir kommen. Oder wir können auch Schluss machen, ist mir egal. Weitermachen oder nochmal alles wiederholen bisher? Nee. Wir kommen vielleicht, Functor Applicative oder so, da stecken wir halt mittendrin und hören auf. Dann wiederholen wir nochmal State. Gut. Ich habe auch mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Ja. Nee, ich habe viel zu lange gequatscht. Das ist das Problem. Parser war ja klar. Das Wichtige, worauf ich hinaus wollte bei dem Parser, war halt, dass Parser, jetzt wo ihr State halt gesehen habt und man sich das nochmal anguckt, kann man sich das halt quasi vorstellen als State S nach Either S AS oder so. Nach Either String AS. Ist halt eine spezielle Form dann von State, weil man hier immer in dem Either landet. Wenn wir hier hätten String nach A String, wäre das halt einfach nur eine normale State-Berechnung. Deswegen ist halt die Intuition schon richtig, dass ein Parser den String im Hintergrund hat. Also quasi einen State von einem String hat, den es nach und nach konsumiert, aber man selber da keinen Einfluss drauf hat, weil selber schreibt man nur, kombiniert man nur Parser zusammen, aber kommt halt nicht mehr an die Interna dran. Hm? Ist das soweit? Sollte klar sein. Sieht jeder die Verbindung zwischen Parser und State? Nicken? Nicken, nicken, großes Nicken, gut. Dann halt auch, dass ich das einfach nur, da ein Parser nichts anderes ist als diese Funktion, kann ich das halt auflösen. Und wir haben genau dasselbe, wenn wir hier mal zu State gehen. Haben wir auch. Wenn wir haben einen State, A nach State SB, ist das auch nichts anderes als eine Funktion.
Newter war ein Typ-Alias einfach nur. Newtab ist ein Typ-Alias, was nicht die Eigenschaften vererbt von den Typen, den du aliasierst. Aber das ist, ist kein großer Unterschied. Ich hätte ja auch Data-State nehmen können, was genau dasselbe gewesen wäre. Wichtig sind halt, dass man halt wieder zwei Funktionen hat, wie man das immer bei Datentypen hat, eine zum Einpacken, eine zum Auspacken. Und die haben wir auch später dann immer gebraucht. Weil in allen Sachen, in allen Functor, Applicative, Monad-Instanzen und auch in allem anderen, was man schreibt, die letzte Aktion ist, ich packe das mit State in den State ein, aber zwischendurch muss ich auch mal Dinge auspacken, weil ich will ja mit den Interna rumfummeln. Ja? Gibt es dann noch, sollen wir dann nochmal die Functor-Instanz einmal durchgehen und ihr sagt mir, was da hinkommt? Machen wir mal Wiederholung. Was kommt da hin? Genau, wir packen das mit dem State ein und dann? Dann war das Lambda-Ding. Warum? Weil, ganz einfach, das Typed Hole hier hat den Typen S nach BS. Das Typed Hole will eine Funktion haben. Also schreiben wir ihm eine Funktion dahin, wenn er eine haben will. Ne? Die Typen sagen dir, du brauchst eine Funktion. Dann sagst du, okay, wenn du mir sagst, dass ich eine Funktion da brauche, dann schreibe ich deine Funktion hin. Cool, habe ich noch einen Parameter mehr, mit dem ich rumspielen kann. Du kannst ja auch irgendwie sagen, Funktion fun, where fun, fun st gleich. Nur eine Lambda-Funktion brauchst du halt nicht benennen und die ist an der Stelle eben einfach eleganter. Finde ich zumindest. Dann wird der Code etwas kompakter und ich brauche nicht an drei Stellen und wo war nochmal was und so weiter. Ja? Du möchtest am Ende, fmap steht hier unten, du möchtest am Ende einen State SB raushaben. Genau. Wir müssen auspacken, die Funktion anwenden und einpacken. Die Sache ist halt, die einzige Funktion, wie wir das einpacken können, ist State. Wir haben nichts anderes, was uns das gibt. Ne? So. Und jetzt haben wir halt immer noch den State SA. Beziehungsweise wir müssen jetzt hier erstmal die Funktion S nach BS definieren. Die schreibt uns der State-Konstruktor vor. Also schreiben wir die Lambda-Funktion. Ne? Und jetzt ist genau das, was du gesagt hast. Das Einzige, was uns jetzt noch überbleibt, ist, wir müssen hier diesen State SA auspacken. Und das können wir nur mit Run-State machen. Aber Run-State nimmt halt nicht nur ein Parameter, um das AS auszupacken, sondern nimmt halt noch den State. Und deswegen kommt uns dieser State hier in der Lambda-Ausdruck sehr gelegen und wir wenden das an und packen den damit einfach aus. Und jetzt haben wir unser AST. Quatsch, unser AST-Strich. Und jetzt müssen wir nur noch einen BS-Tupel konstruieren, weil das letzte Ding ist, was dieser State-Konstruktor noch braucht. Der State-Konstruktor braucht eine Funktion, also in diesem Fall braucht der State-Konstruktor eine Funktion S nach BS. Die Funktion haben wir hier angefangen mit Backslash ST. Das heißt, wir haben die Funktion, das S haben wir schon weggenommen. Und jetzt müssen wir nur noch den Rückgabewert Tupel BS zurückgeben. Und wir haben jetzt hier einen Tupel AS schon aus dem Run-State gekriegt. Und da wenden wir jetzt einfach nur die Funktion drauf an. Und das ist dann die Functor-Instanz dafür. Soweit klar. Oder noch irgendwer Fragen? Let in ist die Definition. Also das ist einfach nur Sprachprodukt let, was auch immer in so und so. Weil ansonsten meckert mich der Compiler an, dass er nicht weiß, du hast das jetzt eingerückt, gehört das jetzt zu dem let eingerückt, gehört das zu der Funktion eingerückt, gehört das zu irgendwas. Und mit dem in mache ich klar, die let-Statements sind vorbei und ab hier will ich die Sachen benutzen, die ich im let definiert habe. Gab es sonst noch Fragen zu Functor? Applicative, ihr dürft. Natürlich wird es in einen State eingepackt. Wir nehmen wieder eine Lambda-Funktion und wir müssen jetzt eine AS konstruieren. Genau, wir tupeln einfach das A und das ST. Wuhu!
Im nächsten Fall ist natürlich, wir müssen das wieder einpacken, wir nehmen wieder eine Lambda-Funktion und so weiter. Wir müssen halt ein BS konstruieren. Und das, was wir jetzt zur Verfügung haben, sind die drei Variablen hier unten. Einmal ein ST vom Typen S, einmal ein RS vom Typen StateSA und einmal ein RF vom Typen StateSA nach B. Also einmal eine Funktion in einem State eingepackt, einmal einen Wert in einem State eingepackt und wir sollen das Ganze irgendwie auspacken und sonst was und ihm nur das BS zurückgeben. Das ist unser Ziel. Vorschläge? Ich hab's euch eben vorgetanzt. Ist noch keine halbe Stunde her. Wir packen einfach die Sachen aus und hängen sie hintereinander. Wir packen, zuerst packen wir die Funktion aus, dann packen wir den Wert aus und reichen den State halt die ganze Zeit durch, weil wir wollen ja keine Änderungen am State verloren gehen lassen oder in der falschen Reihenfolge ausführen oder sonst was. Wir reichen den State einfach durch. Und was wir dann haben, ist, wir haben eine Funktion F von A nach B, ein A vom Typen A und drei verschiedene Sachen vom Typen S. Was machen wir nun? Genau, die Funktion anwenden und den State, den wir zuletzt bearbeitet haben, also den zuletzt bearbeiteten State damit reingeben. Damit das alles richtig schön durchfließt. Genau, wir hätten natürlich auch FMAP benutzen können, aber das hätte den Code noch hässlicher gemacht und ich finde es mit FMAP auch hübscher, aber schwerer zu verstehen. Ja, Monade, Return haben wir, ist geschenkt. Bei Bind haben wir wieder State. Wir packen das ein, wir kriegen wieder eine schöne Lambda-Funktion. Vorschläge. Jetzt muss mal ein bisschen was kommen. Wir packen das eine aus, das ist schon mal gut. Genau. Wir wenden dann die Funktion an. Die Funktion gibt uns einen State SB. Großartig. Und nun? Ja, wir wollen einen Typen vom Typen State SB haben. Das Problem ist, wenn du jetzt hier den State SB zurückgibst, hast du ihn noch in der Funktion in dem State. Und dann hast du ein State SB. Wenn du das State da oben weglässt, kriegst du keinen initialen State, um den State auszuführen. Wir müssen ein Tupel BS an dieser Stelle zurückgeben. Die Idee ist richtig, wir müssen das Ding einfach nur noch ausführen. Weil um einen State SB in ein BS umzuwandeln, müssen wir, wenn man sich nochmal die Typsignatur von RunState anguckt, hat RunState die Signatur State SB nach S nach Tupel BS. Das heißt, wenn wir hier RunState machen und ihm ein RS geben, dann fehlt ihm noch der State. Oh, wir haben hier noch einen über, das ist der ST' und den geben wir ihm einfach und dann kriegen wir auch das richtige Ergebnis raus. Das heißt, auch hier führen wir den State aus, aber diesmal wieder genau in der richtigen Reihenfolge. Wir führen erst den State auf dem RS aus, danach wenden wir die Funktion an und dann führen wir den State, nachdem die Funktion drauf gearbeitet hat, nochmal aus. Und damit ist das wieder alles in der richtigen Reihenfolge. Und zwar alles schön strikt hintereinander. Und damit kommen dann nicht so Sachen vor, wie ich vergesse irgendwas oder so. Insbesondere das Vergessen ist, wenn man das anders in Haskell schreibt, hat man häufig irgendwie solche Konstrukte wie let, irgendwie generiere mir eine Zufallszahl und zurück kriege ich die Zahl und den neuen Zufallszahlengenerator, der irgendwie einen weiter ist. Und dann, wenn ich den wieder aufrufen möchte, muss ich ihm ja den neuen Zufallszahlengenerator geben, kriege den zweiten Wert raus und noch einen neuen Zufallszahlengenerator und so weiter. Weil ein Zufallszahlengenerator ist eine I.O.-Aktion und deswegen kann ich den halt nicht im purem Code verwenden. Und was ich mache, ist, ich mache eine I.O.-Aktion und hole mir da im Prinzip nur den Startwert zufällig und habe dann eine Funktion, die mir aus diesem Startwert alle weiteren Zufallswerte generiert. Das ist nicht viel anders als das, was im PC sonst auch immer läuft. Weil du hast im PC keine echten Zufallszahlengeneratoren, sondern nur Pseudo-Zufallszahlengeneratoren. Was auch nur eine Funktion ist, die auf dem Startwert operiert. Und zum Beispiel Zufallszahlengenerator ist auch nur eine State-Monade, der im Hintergrund gerade seinen aktuellen Zustand hält und dir dann darauf basierend die nächste Zufallszahl gibt und dann intern weiterrechnet. Nur so als Anwendungsbeispiel. Und da, wenn man halt, stellt euch vor, ihr habt so ein LED und da steht das irgendwie 5, 6 Mal untereinander
Und dann habt ihr 5 Striche, 6 Striche, 7 Striche. Und dann fügt ihr eine Funktion dazwischen ein. In welcher Reihenfolge soll die jetzt laufen? Und alles irgendwie ganz komisch und doof. Und außerdem müsst ihr das dann hinten immer als letzten Parameter angeben. Und dann halt auch immer in der richtigen Reihenfolge. Und wenn ihr das in der State-Monade schreibt, kümmert die sich darum, dass das richtig hintereinander ausgeführt wird, dass ihr da nichts vergesst, dass ihr keine Updates doppelt macht, dass ihr einfach nicht so viel Fehler bauen könnt. Damit habt ihr eine ganze Klasse an Bugs erschlagen. So, das war die Monad-Instanz. Dann gibt es halt noch diese drei wichtigen Funktionen Get, Put, Modify. Sind die irgendwem unklar von der Implementation? Irgendein Zeichen, was ihr da nicht versteht oder so, oder Dollar war Klammer links alles, Klammer rechts alles. Also umgangssprachlich ausgedrückt. Eigentlich war Dollar was anderes, aber verständlich, was, wieso diese einzelne Funktion so geschrieben ist, wie sie geschrieben ist und was sie damit tut. Dann kann sie irgendwie erklären. Wer möchte Get erklären? In Get kommt kein S rein. Ja, State ist definiert als, du musst eine Funktion beschreiben, die ein State nimmt und ein AS zurückgibt, wobei A der Rückgabewert ist. Nein, bei Get wird überhaupt nichts verarbeitet. Ja? Genau. Normalerweise, wenn wir keine Aktion machen würden, hätte State einfach den Typen State Lambda S nach Unit S. Das Ding würde überhaupt nichts machen, das würde den State einfach nur durchreichen und keine Aktion machen, nichts arbeiten oder sonst was. Das wäre einfach irgendwie Return Unit. Das ist ein Ding, was einfach nichts macht. Und was Get jetzt macht, ist, es kopiert den internen Zustand in die Ausgabe. Das heißt, wir haben den internen Zustand, den geben wir nach außen, aber wir müssen ihn halt auch intern behalten und deswegen steht er im Tupel einfach mal doppelt. Bei Put, kann das irgendwer erklären? Ja? Genau. Und insbesondere, also es kriegt einen Eingabewert, setzt ihn als aktuellen Zustand und insbesondere in der Lambda-Funktion nehmen wir den Parameter gar nicht. Also wir nehmen den ursprünglichen Zustand gar nicht, sondern schmeißen ihn hier weg und wir geben Unit zurück, weil, was sollen wir sonst zurückgeben? Das war eine interne Operation, die nach außen irgendwie keine Bedeutung hat. Also sie hat einen Effekt, aber keinen Rückgabewert streng genommen. Genau. Das erste Element in dem Tupel ist der Rückgabewert und das zweite Element ist der interne Zustand. Das hatten wir, wenn wir oben uns auch nochmal die Definition angucken, ganz am Anfang, hatten wir hier oben die Definition State S nach AS. Und damit ist klar, S ist halt der Typ von dem internen Zustand und A ist der Rückgabewert jeweils. Wir kriegen den Zustand rein und geben den Tupel zurück mit Rückgabewert und geändertem Zustand. Get, put, modify. So, modify. Jetzt wäre anders. Ja, wir haben eine Funktion, das ist schon korrekt. Genau, wir haben eine Funktion vom Typen S nach S, die auf dem Zustand operiert und wir wenden die einfach an. Zum Beispiel, wenn wir Punkte erhöhen wollen, wenn unser interner Zustand einfach nur ein Int ist, dann wäre plus 1 eine Funktion int nach int. Und dann können wir einfach machen modify plus 1 und dann wird hier interne Zähler ein hochgezählt. Wenn du es dir als Zahl vorstellst, die Sache ist, bei applicative hast du zwei Effekte. Du hast einen Effekt, aus dem eine Funktion rausfällt. Das ist zum Beispiel eine Berechnung, aus der die Funktion plus 1 rausfällt. Aber die Berechnung selber kann ja den State manipulieren. Weil sie zum Beispiel die Funktion, die du rauskriegst, aus dem internen Zustand generiert. Beim ersten Mal ist es plus 1, beim nächsten Mal ist es plus 3, dann ist es plus 5 und so weiter und so weiter. So kann ich halt irgendwelche Sachen intern irgendwie sagen. Oder zum Beispiel, ich habe in dem State einen Schwierigkeitsgrad gespeichert. Und dann sage ich, habe ich eine Funktion, generiere mir Monster, die intern den Schwierigkeitsgrad braucht, um das entsprechende Monster zu generieren. Aber dann brauche ich mich halt nicht darum kümmern, dann macht das die Funktion. Ne? Und da kriege ich dann zum Beispiel was raus, eine Funktion Monster greift dich an und das applye ich dann irgendwie auf deine Bewegung oder so. Weil das zweite ist ja ein Wert in der, ein behafteter Wert. Da kann ich mich zum Beispiel erst bewegen
Und dann wird der Monsterangriff gemacht. Und deswegen habe ich hier zweimal Run State. Wenn wir jetzt mal in dem einfachen Beispiel mit dem Int bleiben, kann es halt sein, dass ich irgendwie sage, mein interner Zustand ist irgendwie i und dann ist die Funktion, die ich rauskriege, plus i. Ne? Es addiert immer den internen Zustand drauf und wenn ich dann mache modify minus 3, Quatsch, wenn ich dann zum Beispiel mache irgendwie das, kriege mir die Funktion applied auf irgendeine andere Aktion, dann kriege ich halt die jeweilige aktuelle Funktion und nicht eine statische plus 1 Funktion, sondern eine Funktion, die sich gegeben den Zustand auch ändern kann. Ich weiß nicht, ist das... Können wir in den Übungen nochmal detaillierter, genauer durchsprechen? Was hatten wir da noch? GetPutModify und die Illustration ist halt hauptsächlich diese Funktion mit allen Erweiterbarkeiten, die ich dazu vorgestellt habe. Das ist jetzt so ein ganz einfaches Ding, wo wir den Zustand nehmen, irgendeine Bedingung prüfen und je nachdem, was das für eine Bedingung ist, irgendwas tun. Das ist eine klassische Operation, die im Hintergrund laufen soll, die einfach nur Sicherheitschecks macht. In diesem Falle macht sie den Sicherheitscheck, dass ich nicht aus dem Spielfeld rauslaufe. Das interessiert mich als Programmierer aber nicht, wenn ich irgendwie Monster programmieren möchte. Dann möchte ich dem Monster sagen, das läuft immer links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts oder so und läuft immer hin und her oder läuft immer im Kreis. Und dann will ich nicht, dass das aus meinem Spielfeld rausläuft, sondern das soll dann halt immer den Kreis laufen. Und dann füge ich die Sachen einfach aneinander und brauche mich nicht darum kümmern, ob es jetzt aus dem Spielfeld rausläuft, weil die Funktionen stellen sicher, dass das Ding nicht aus dem Spielfeld rausläuft. Das hier ist die Frage war, was der Unterschied zwischen Guards und Case-Off ist. Guards verwendest du in Funktionsdefinitionen. Wenn du hier vorne Argumente nimmst, dann schreibst du Guards mit Bedingungen, die auf die Sachen gelten. Wir sind hier in der Do-Notation. Wir führen hier einen Befehl aus und dann machen wir Case, irgendeine Bedingung und prüfen dann die verschiedenen Fälle ab. Das ist nochmal ein leichter Unterschied, weil bei dem Case haben wir hier oben nur eine boolsche Funktion und bei den Guards haben wir für jeden Guard eine boolsche Funktion. Das sind zwei verschiedene Konstrukte. Du machst hier oben ein Ding und das gibt dir etwas zurück, auf das du Pattern matchst. Bei Guards hast du irgendwie, wenn das gleich gleich true, dann das, wenn das gleich gleich false, dann das. Oder wenn du irgendwas anderes hast, wenn das gleich 5, dann das, wenn das gleich 7, dann das, ansonsten das und so weiter und so weiter. Also Guards sind im Prinzip, wenn du eine große If-Else-Schleife hast und so ein Case nimmst du nur, wenn du sagst, ich habe das hier, aber ein If-Else wird hässlich. Also in diesem Fall hätte ich auch ein If-Else nehmen können. Aber bei einem Case kannst du halt in der Bedingung einen Rückgabewert von irgendeinem Typen nehmen und dann auf alle Werte des Typens Pattern matchen. Da kann zum Beispiel auch ein Either rauskommen und dann gucke ich, wenn ich Right das habe, mache ich das, wenn ich Left das habe, mache ich das. Ja, auf jeden Fall, was halt hier noch wichtig ist, ist, dass diese Sache zum Beispiel sinnvoll ist, aber ich könnte ja auch eine andere Funktion noch irgendwie mit beeinflussen, die könnte ich dann auch als Parameter übergeben und dann hätte ich bewege dich rechts unter Bedingung XY. Ne? Und so weiter und so weiter. Oder ich kann, wenn ich mich bewegt habe, nachdem ich mich bewegt habe, noch eine Aktion ausführen, indem ich hier einfach eine Zeile einfüge. Und diese ganze Erweiterbarkeit ist eigentlich das zentrale Thema. Wir bauen uns kleine Blöcke, die alle für sich sehr einfach sind und stecken die zusammen. Und das ist das ganze große Geheimnis, wieso Softwareentwicklung mit Haskell so viel Spaß macht. Du definierst dir deine einzelnen Blöcke selber. Der einzelne Block, den ich hier definiert habe, ist, bewege dich auf dem Spielfeld nach rechts. Was ich daraus machen kann, ist einen neuen Block mit irgendeiner Laufbewegung irgendwie rechts hoch für diagonal laufen oder so. Oder ich kann hier ganz komisch laufen. Und ich hänge die Sachen einfach nur hintereinander. Er macht erst das, dann das, dann das. Und dann läuft das. Und dann macht er das. Ne? In anderen Sprachen hast du das nicht monadisch, dass du den Zustand nicht im Hintergrund verstecken kannst und diese ganzen Abfragen nicht hast. Ja. Ansonsten, man kann dann halt
solche Kombinatoren bauen, die überhaupt nicht mehr auf State oder so funktionieren, sondern die funktionieren für jede Monade, die dann Sachen wiederholen, bis irgendein Fehlerfall eintritt oder sowas. Ja. So. Ich glaube, dann machen wir Schluss für heute. Vielen Dank und bis nächste Woche.